Ich sitze hier in einem Simulator der P-51D Mustang von der US Air Force und mein Ziel war, ohne Hilfestellung und das Lesen einer Anleitung, das Flugzeug zu starten, über das Rollfeld zu bewegen und schlussendlich abzuheben. Dies ist Versuch Nummer 34. Ich bin bisher daran gescheitert, dass ich die Elektronik nicht verstanden habe, nicht verstanden habe, wie die Benzinzufuhr funktioniert. Und ich hatte drei Crashes, weil ich vergessen habe, wie hier das Cockpit zu schließen. Drum mache ich das jetzt immer als allererstes. Von der Bedienung her habe ich in der Mitte meinen Joystick. Ich habe an den Füßen die Seitenruderpedale. An der linken Seite habe ich den Gasregler. Und das P hier ist die Drehzahleinstellung des Motors. Die besten Ergebnisse hatte ich bisher. Gas auf ca. 10% und die Drehzahl auf volle Leistung. Die nächsten Schritte sind die Benzinzufuhr. Das erste ist generell den Benzinhahn öffnen und den Fuel Booster zu aktivieren. Das nächste ist die Batterie und den Generator aktivieren. Nun bin ich fast bereit für den Motor zu starten. Der ist hinter diesem roten Schalter hier versteckt. Zuerst muss ich die Zündung auf Both. Ich vermute, das ist sind die Zündkerzen. Und die nächsten Schritte sind, und für das habe ich ewig lang gebraucht, die Benzinmischung hier, das ist das rote M, der Regler, direkt nach der Zündung auf Run, von Idle auf Run zu stellen. Dann wirklich schnurrt der Motor und sauft nicht ab. Ich betätige also die Ignition und schalte sofort die Mischung auf Run. Und jetzt läuft der Motor. Ich bin derzeit noch auf der Bremse, damit ich nicht in die Wiese da vorne fahre. Das heißt, die nächsten Schritte sind, dass ich mich sehr, sehr vorsichtig mit Hilfe des Seitenruders, ich muss ein bisschen vom Gas zurück, mit Hilfe des Seitenruders und einer seitlichen Bremsung hier nach rechts drehe, um am Rollfeld hier entlang, ein bisschen zu schnell, bremsen, hier auf diese Seitenstraße bewege, um dann links, ich zeige das nachher noch, auf das Hauptrollfeld zu gelangen, von dem dann der eigentliche Start losgeht. Ich hatte dermaßen viele Fehlschläge beim Start, weil ich den Seitenwind komplett unterschätzt habe. Ja, das ist nicht gut. Nein, das ist schlecht. Verdammt. Nicht schon wieder. Und das ist die Startbahn. So. Okay. So weit, so gut. Ich habe leichten Seitenwind, merke ich. Das Ruder ist sehr schwierig zu bedienen. Aber jetzt sollte sich das Hinterteil heben. Was es auch leicht tut. Jawohl. Jetzt bin ich nur mal auf zwei Rädern. Haha. Yes. Und das Lande, Fahrwerk einziehen. Perfekt. Perfekt.